Ja, dann sind wir jetzt wohl gerade zu Gast im Livestream. Yep. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Skysolated mit dem super tollen Kinsey, der hier rumhüpft. Das seht ihr jetzt aus der Ich-Perspektive. Und Nutoka aufs Brot, wo bist du denn? Was machst du denn heute so? Unten so, ja, nach meinen Bienchen weiter gucken. Die wollen nämlich irgendwie nicht mutieren. Ich glaube, ich muss sie näher ans Atomkraftwerk pflanzen. Auf jeden Fall. Atome! Das kommt richtig geil, Alter. Richtig geil, ja. Ja, und ich werde mir ein paar. Ich werde den. Ah, der Turm sieht so geil aus. Eigentlich stinkt er, aber. Aber größer darf ich den oben auch nicht machen. Ich muss da am besten noch ein, zwei Stockwerke oben bauen. Entschuldigung. Verschluckt. Kind sich schluckt. Geld schluckt. Okay, ich mal meinen Finger. Meine Kacke. So, ich mache mir noch ein bisschen Cleanstone und jetzt brauche ich ein bisschen Warum Sand. Warum ist das denn verbunden? Jetzt muss ich noch ein paar Sandstone-Slabs machen. Ah ja, ich wollte ja noch ein bisschen Eisen hier ausgießen, weil der Kinsey das hier nie hinbekommt. Der schmilzt immer nur ein und irgendein anderer Arsch muss das dann nämlich rausmachen. Bin ich kotzen. Ja, ich würde es ja nicht machen, aber ich muss. Ja, alle müssen mal Dinge machen, die wir nicht machen wollen. Ja, jetzt erzähl mir nicht wieder von der Story, wie du. Ach nee, das wollte ich ja nicht sagen. Jetzt streut er hier Gerüchte, das gibt's ja aber gar nicht. So, ich muss mein Jetpack schon wieder aufladen, ist bei 35%, aber vorher gehe ich schlafen. Naja, falls ihr euch übrigens wundert, warum ich da die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Kommentare in den Chat schreibe. Ja, seht ihr. Gut, zum einen ist das ja bei mir meistens normal, aber zum anderen ist auch heute Abend die Schneckball der Brainiac im Livestream, oh, den habe ich natürlich nebenbei laufen. Ja gut, heute Abend ist glaube ich jetzt schon ein, zwei Wochen her, wenn das Video läuft von uns. Ja, deswegen sage ich es ja dazu. Ach so. Oh, obwohl, nee, keine ein, zwei Wochen. Nee. Keine ein, zwei Wochen. Wir haben jetzt noch glaube ich. Vier Folgen, glaube ich. Ach so. Okay, ja, dann ist es echt übertrieben gewesen gerade. Ein, zwei Wochen, ey, wo lebst du? Nahe Bremen. Okay, das erklärt einiges. Was? Hast du gerade uns Fischköpfe beleidigt? Nein, kann ja auch nicht angehen. Schwer genug. Kann ja auch nicht angehen. Du wohnst in der Nähe von Luxemburg, die klauen Steuergelder. Na gut, in der Nähe, nicht in Luxemburg. Die klauen Steuergelder, ist das so? Ja. Ja, oder was war das? Ja, ich glaube schon. Irgendwas war Weiß da. Ich nichts von. Na, ja, weiß ich nichts von. Ich so. Klaue nix. Ich klaue nur eure Herzen. Oh, das war ja so süß. Man, Funkel, also Funkel. Egal, was der Nutoka auch immer für eine Scheiße von sich gibt, man kann ihn einfach nur lieben für seine Kommentare, die immer wieder kommen. Ultra gay. Was? Wie? Hat einer was gesagt? Was ist das hier für eine Kiste? Die habe ich da hingestellt, weil mir langweilig war. Gut, oder? Ja, finde ich toll. Echt toll. Ne? Ich hab dich mit meinem Sack gehauen. Ich hau dich gleich mal mit meinem Schwert. Ich brauch immer noch ein Crafting Table. Ich laufe hier wie Falschgeld durch. Crafting Table? Ein Grassing Table? Nee. Ich laufe hier wie Falschgeld durch die Gegend, ey. Jetzt dann ein Tin. Ah, muss schon wieder in den Carpenter. So, am besten war das, die Shards zu bekommen, wenn man den aus Slabs baut. Und dann mit einem Hammer draufhaut. Ich habe Hammer auf das Zeug. Ich bin ein Döner. Der Döner macht Döner. Hab ich kein Bucket mehr? Ich dachte, ich hätte noch ein Bouquet.
Bouquet ist französisch und heißt Bucket. Mhm. Oh, ich habe wieder was gelernt. Das ist ja akademisch wertvoll hier, ne? Muss man echt mal sagen. Brat. Oh ne, das ist der Milchbucket. Ne, den will ich nicht. Mit dem habe ich schlechte Erfahrung. Scheiße, ich brauche Sand. Ich habe die Folge übrigens Milchbubis genannt. Aber das war sehr interessant, dass man, oh, da ist ein Chart, dass man Wasser mit Milch löschen kann. Ja, das war wirklich... Habe ich noch nie ausprobiert. Ob man da jetzt auch einen ganzen Ozean ein Loch mit reinsprengen kann? So. Du fragst mich was. Ach, jetzt habe ich... Warum habe ich denn das Tin jetzt nicht mitgeholt, ey? Habe ich noch ein Tin? Im ME-System? Zwei grüne hast du da drin, ja. Gut, die muss ich mal kurz rausnehmen, weil mein Questbook erkennt die nicht. Und ich glaube, ich habe. Ja, klar, erkennt das die nicht, wenn es da drin ist. Ja, wenn es in der Welt in Kisten ist oder mal im Inventar war, ist das manchmal so, dass es erkannt wird. Habe ich das Gefühl gehabt. So. Okay, die zwei anderen gehen übrigens gleich ins Nether-Portal. Bin mal gespannt. Hatten wir nicht eine Maschine, die Eis herstellen kann? Ja. Glacial irgendwas? Ja. Wo ist Meckes. Im Meckes? Im Meckes. Du musst nur Wasser reinmachen. Ist im Keller oder oben? Oben. Okay. Wasser. Ich brauche Wasser. Eimer? Habe ich einen Eimer? Nein, ich habe keinen. Ich habe einen Eimer. Ha, 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 ha. Ich habe auch noch zwei Eimer. So, okay, weiter. Ino. Jetzt muss ich mal gucken, wie die anderen hier ins Nether gehen. Wird bestimmt witzig. Die anderen gehen ins Nether? Und die machen Livestream, ich kann es nicht sehen. Du hörst mir ja wieder gut zu. Entschuldigung. Na nu? Was ist da? Ich war so konzentriert. Los. Wie viel Eis macht der aus einem? Apiarist Machine. Das? Nein. Hier ist die Apiarist Machine, ja? Ah, oh, da ist er. Und noch ein Lapis Lazuli brauche ich. Okay, ach, jetzt sind sie drin. Können wir da nicht eine Wasserpipeline anschließen, sag mal? An den Glacier. Wie viel Eis brauchst du denn? Naja. Ich hab's eigentlich. Schon ein bisschen. Also die Chance ist halt nur gering. Die sind gerade bei unserem Portal rausgekommen. Echt jetzt? Ja. Cool. Aber die stecken fest, kann das sein? Und haben es aufgemacht. Echt jetzt? Yep. Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Nee, die sind schon im Nether da rausgekommen. Oh nee, die greifen mich bestimmt direkt an. Geh mal rein. Ich hab ein Jetpack, ich kann mit. Das ist ja witzig. Ja, dann sind wir jetzt wohl gerade zu Gast im Livestream. Yep. Sonst kommen die Pikmin auf unsere Insel. Pikmin auf unsere Inseln. Mach mal einen kleinen Rundflug hier. Wie viel Prozent hast du noch? 94. Okay. Scheiße, ich bin vergiftet. Ist das immer, wenn man... Das ist die Frage, wo komme ich denn jetzt überhaupt raus? Bei unserem Portal wieder? Ich denke, ja, das ist wohl immer das erste Portal, was erstellt wird. Da kommt man dann raus, wenn man innerhalb der Reichweite noch ein Portal aufmacht. Denk dran, wenn du wieder rauskommst, aus dem Portal das wieder zuzumachen. Ne? Ja. Ich muss erstmal gucken, dass ich auch überlebe. Ich bin gerade ein bisschen vergiftet. Hm. Ah, ist alles gut. Boah, knappes Ding. Ah, ich wollte ja noch craften, genau, ich war am Craften. Lapis Lazuli brauche ich. Da, oh, Lapis Lazuli haben wir ja massenweise. Zack, zack. Genetic Manipulator. Okay, weiter.
Alter, hämmer noch nicht so rum. Ja, ich weiß. Und Redstone ist... wieder. Woher kommt die? Die Vergiftung. Monsterboss. Die kommt ja immer, wenn man Erz abbaut hier. Nether-Quarz-Erz, ne? Nein. Sondern? Ach, oder Quarz könnte sein. Ich schreib mal, glaube ich. Och, die machen unsere ganze Festung da kaputt. Jetzt bauen die da außen Zeug dran, dass man wieder reinlaufen kann. Ja, weil die kein Jetpack haben. Ja, da ist aber an einer Ecke eine Stelle, wo man draufspringen kann. Ach ja. Aber es ist doch noch alles dicht. Nee, da kommen die Pigments durch. Nee, ist alles dicht. Ach da, da kommen die Pigments durch, stimmt. Ich möchte mal den euch da hinten... Schreib dem Brainiac das mal, dass der das wieder wegmachen soll. Ja, ich bin gerade überwältigt. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich brauche. Was ist das denn? Da wächst ein grüner Pilz. Oh, da ist ein Hellfisch, ne? Pass auf. Da sind mehrere Hellfischs. Glowshroom? Kann ich den abbauen? Kinsey? Ja? Würde dir empfehlen, da abzuhauen, damit ihr das Portal zumachen könnt, sonst kommen die Glowfishs, die Hellfishs zu uns. Ja, Hellfish sind echt nervig. Siehe Folge irgendwo, okay. Wo ich mal vorhin runtergefallen bin. Oh, oh, deswegen. Der Brainy ist in einem Spinnennetz. Wo? Drin? Ja. Aber ich sehe den Spinnenboss nicht. Naja, wie dem auch sei, ich muss mich weiter mit Towncraft beschäftigen. Mal gucken, ob ich hier was scannen kann. Die Mutzi kann ich nicht scannen, die ist zu hoch für mich. Du kannst jetzt alles scannen. Ne? Das wäre ja aber auch eine Revolution, wenn ich die Frauen verstehen würde. Das ist ja... Mal gucken, was passiert, wenn er das abbaut. Die sind echt mutig, ne? Ja, gut, Wow! Irgendwas hat mich getötet, abbauen. Oder? Naja, ich bin noch nicht ganz tot. Noch nicht. Wo bin ich denn hier? Ich hab... Wo kommt denn dieses ganze... Ist da immer noch Gravel drin, ey? Abgefahrene Scheiße. Abgefahrene Scheiße, ich brauche roten Stein. Hm. Soll ich dir, Schneck mal meine Spitzhacke mal leihen. Für was? Mach ich mal. Oh, ich glaube, die möchte was abbauen. Okay. Ich muss ja auch mal erst T drücken. Yeah, Honeycombs! Oh, und wir haben Common Drones und Common Princes! Yes! Oh, ich hau ab, da ist ein Hellfisch. Die ersten Mutationen. Ah, fuck, die sollte ich vielleicht vorher noch. Oder? Ignoble. Ja, komm. Machen wir das. Coole Scheiße. Hast gehört? Die ersten Bienen sind mutiert. Juhu! Was war das? Na gut, schlafen können kann jetzt natürlich keiner mit mir. Wenn ihr im Nether unterwegs seid. Was? Na toll. Ah ne, da will ich nicht hin. Hä? Was passiert, Alter? Mutzi ist rausgekommen. Ach. Wo? Ach, die ist bei uns? Ja. Oh. Ich sag mal so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Geh doch wieder rein. Ach, Brainy ist auch wieder da. Ich müll mal deren Inventar voll. Jetzt hat er hier Stone hingemacht anstatt Limestone. Wie sieht das denn aus? Warte mal. Ach nee, ich habe gerade keine Spitzhacke, die hat ja die Mutzi.
Kinzi, komm mal schlafen. Ja, I'm on my way to paradise. Oh, er schläft wieder in meinem Bett und ich muss unter dem Schrank schlafen. Wie? Hä? Warum hat es jetzt nicht geklappt? Ich bin noch nicht rausgegangen. Merkwürdig. Jetzt. Hä? Oh. Jetzt. Die uninteressiert sie einfach weiterlaufen. Gucken gar nicht, laufen einfach durch. Dabei haben wir eine so schöne Insel gemacht. Ich brauche noch mehr Wasser. Es wird nicht honoriert, was man tut. Nein. Ich baue mir mal schnell einen Obsidian-Tank und hole mir mehr Wasser. Aber haben wir noch irgendwo Obsidian? Oh, unser erste Ender-Lily. Also ist doppelt gedroppt. Kamen zwei raus. Also können wir theoretisch ja doch ein komplettes Feld irgendwann bekommen. Es dauert allerdings ewig. Aber es geht. Haben wir kein Obsidian mehr? Keine Ahnung. Na, hoffentlich macht sie das aber auch öfter. Die liebe, liebe Ender-Lily. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Harveys neue Augen. Die Lily hat mir auch sehr gut gefallen. Kennst du? Wie kommst du da drauf? Ja, aber wie kommst du jetzt da drauf? Also die heißt Lily. Ah, okay. Besonders, wo sie am Ende rumschreit. Ich geh jetzt mal da drin wieder den Kack abbauen. Nicht, dass hier Monster durchkommen. Die ganze Zeit war das einzige Wort, was sie sagt. Mietz. Und dann schreit die da rum. Oh, jetzt haben die wirklich eine komplette Treppe hingebaut, ey. Ah, wie leichtsinnig. Yep. Ja, falls das einer von euch zwei sieht. Wenn wir zack, von draußen kommen, springt man hier drauf und hier drauf. Und dann, ich mache mein Jetpack aus, springt man hier drauf. Und zack, ist man drin. Kann ich da abzwacken? Ja. Sollte ich das? Oder geht dann die Energieproduktion zur Neige? Oh, da ist ja reichlich Lava drin. Mr. Lava, Lava. Ach, und es steigt auch an, die Lava. Gut, dann kann ich mir die da ruhig rausnehmen. 3 und 4. Gut, dann brauche ich aber noch einmal, um die Steinproduktion wieder anzukurbeln. Was? Steinproduktion ankurbeln? Ich habe gerade Obsidian gemacht. Ah, okay. Nicht. Ah, sehr schön. Dust. Ach ja, geht aber nicht. Oben vielleicht auch noch Dust drin. Wasser. Ja. Warte. So. Obsidian, jetzt brauche ich noch Glash. Glass Pane. Ino. Empty Serum könnte ich noch produzieren. Oh ne, da brauche ich Royal Jelly. Wo soll ich das denn jetzt schon herbekommen? Das kriegst du nur von bestimmten Imperialen. Ja. Ja, toll. Gut, dann komme ich mit dem Quest hier auch nicht weiter. Bevor ich das gemacht habe. Ah ja, ich kriege ja 2 Tanks. Wie vorteilhaft. Und das? Kann ich das vielleicht machen? Alviary? Ne, da brauche ich glaube ich auch Royal Jelly. Alviary. Ja. Ja, brauche ich auch. Was ist denn das eigentlich für ein Zauberzylinder gerade gewesen? Gibt hier einen Zylinder voller Honig. Okay. Du, dann komme ich mit den Bienen jetzt momentan gar nicht weiter. Wie ärgerlich. Dann mache ich hier weiter. Die Mutzi hat meine Pickaxe noch. Ja, dann schreibe ihr das mal. Energiechen, Blood Orb, da ist das gute Ding. Block of Gold in ein Tier Level 3. Okay. Tier Level 3. Ah, da fehlt noch ein bisschen. Das ist ja doof jetzt. Da muss ich, will ich denn noch einen Aquarius Accumulator? Ne, ich mache die Standardversion hier. Ich werde es manuell befüllen. Geht ja auch schnell.
Was war das eigentlich für eine Pickaxe? Die Stahlpickaxt. Die Taumik-Tinker-Version. Okay. Brauchen wir nur einen Stahlband für. Was passiert hier? Warum liegt hier Dust rum? Nö, Dust. Hat einfach so Dust rumgelegen. Hä? Ich hab eben, Dust habe ich nicht weggefüllt. Sand. Weiß ich auch nicht, du. Das kann ich dir nicht verraten. Weil ich es nicht weiß. Ein Teufelskreis. Ja, und hey, das reimt sich auch langsam, noch. Langsam kommt ja Redstone rein. Sehr gut, sehr gut. Tut er da? Jetzt, Schneckball hat noch nicht mal geantwortet hier. Wie frech. Ja, so ist er, die Schneckball, wa? Gut, vielleicht sollte ich mir noch ein Fluidukt mitnehmen. Ein Fluidukt? Mhm. Mal gucken, haben wir da noch was? Ja, da haben wir was. Und dann nehme ich mir gleich nochmal ein Pneumatik-Servo mit. Hallo? Oh, ganz was? Viele. Ich habe keine vorbereitet. Sehr schön. Ach, Glas, Eisen. Redstone. Haben wir noch Redstone im Invent? Nein. Gut, dann hier. Redstone. Du, 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 du. Eisen und Glas, ist da drin? So. Oh, ich brauche mehr Blut. Hm. Ich brauche mehr Blut. Das ist ja nicht gut. Oh, dann mal die Eier einsammeln. Du hast schon wieder deine Eier verloren. Mann. Ja klar, Mann. Oh, was machst du immer mit deinen Eiern? Pass da doch mal besser drauf auf, Utoka. Die sind wichtig. Ja, deswegen habe ich sie dir gegeben. Ach so. Na gut. Ich werde sie in meinem Sack tragen. Ist ja ekelhaft. Erstmal gucken, ob der Tank auch direkt angeschlossen ist. Ach, wir müssen übrigens die Abmoderatio machen. Mhm, das ist ja interessant. Also, leg los, werd groß. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer. Wird uns natürlich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinkommt. Und ein bisschen bei uns beim Spielen zuguckt. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen rumscannen, denn Lutoka wird wieder ein bisschen mit den Bienen spielen. Und wir haben alle ganz viel Spaß zusammen. Ja, geil. In dem Sinne, reingehauen. Ciao.